Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, ein paar Sachen habt ihr schon gesehen. Und zwar ist mir Folgendes aufgefallen. Erstmal grundsätzlich den Turbolader mal eben gereinigt. Geguckt, ob da irgendwelche Undichtigkeiten sind. Verschmiert immer ein bisschen, ne, klar. Aber geschaut, ob die Welle so viel Spiel hat, dass sie irgendwo anschlägt. Eigentlich nicht. Ist jetzt kein Öldruck drauf gewesen eine ganze Zeit lang. Also von daher ist okay. So, und bei der Probefahrt später beim Schauen des Videos ist mir Folgendes aufgefallen. So, hört ihr dieses Zischen? Was auch noch eine Fehlerquelle sein kann bei diesen Motoren bzw. bei diesen Fahrzeugen, der Ladeluftkühler bzw. die Verschlauchung. So, einen Schlauch haben wir hier schon mal neu gemacht. Den habt ihr gesehen. Jetzt haben wir da unten so einen Silencer. Die Turbogeräusche, die ihr gerade gehört habt, die vermindert der eigentlich. Ja. Danach geht es wieder in den Turboschlauch. Und vor allen Dingen in den Ladeluftkühler, der sitzt hier unten hinter. Ich glaube, da unten sieht man ihn irgendwo. Irgendwo dahinter. So, um den Ladeluftkühler kontrollieren zu können, müssen wir die Stoßstange abnehmen. Der sitzt nämlich genau dahinter. Ja, das machen wir jetzt. So, ja. Luftfilterkasten, darunter ist der... Das ist rausgebaut, dann darunter ist der Turbolader und der große Katalysator. Krümmerdichtungen beim 270er sind auch immer problematisch, habe ich schon 100 Mal gewechselt. Aber in dem Fall nichts. So, diese Fehlermeldung, die gekommen ist bezüglich des Sensors, kann auch bedeuten, dass ihr irgendwo, dass euch der Ladedruck irgendwo verschütt geht. Irgendwo wird hier Ladedruck erzeugt, der aber da nicht ankommt. So, und diese Differenz erkennt er. Und dann gibt es auch diese Fehlermeldung, geht sofort in den Notlauf. Ne, weiß der Teufel, was man da ansaugt hinterher. Ja, das, so ist das. So, und deswegen nehmen wir jetzt die Stoßstange runter. Und schauen uns den Ladeluftkühler und die Verschlauchung an. Okay, bis gleich. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now
Ja, wie man einigermaßen gut sehen konnte, das Gewehr, ach, die Front vorne ist nicht kaputt. Die kranken auch immer so ein bisschen an dem Übergang Aluminium-Plastik, ne, an der Seite. Kann ich so jetzt im Moment nicht beurteilen. Hier vorne ist er nicht kaputt, obwohl er hier so aussieht. Hm? Sieht wirklich so aus. Ja, wenn die Druckverhältnisse auf jeden Fall nicht stimmen, dann passt da was nicht. Ergo, ich muss das Ganze, die Ladedruckstrecke abdrücken. Da muss ich mir aber erst was zu bauen. Ne, ich muss die Seite praktisch zumachen, die andere Seite auch zumachen. Ein Fahrradventil bzw. ein Autoventil habe ich für die ganze Geschichte noch. Da muss ich ein Bar drauf geben und gucken, wo es abhaut. Ja, vorher mit Spülwasser, also mit Spüliwasser voll machen und dann gucken, wo die Blasen rauskommen. Qualm habe ich nicht. Ja, leider habe ich so ein Gerät nicht. Muss ich mir mal angucken, ob es sowas irgendwo mal günstig gibt. Also so ein Disco-Nebelgerät, ne? Ja, habe ich nicht. Also müssen wir uns anders behelfen. Hat in der Regel ja auch sonst keiner. Also von daher, ja. Wie gesagt, die Stelle ist auf jeden Fall verdächtig. Die war schwarz. Und da ist offensichtlich ein Einschlag drin. Ja, muss ich mir komplett angucken. Sieht auch so von der Front her und von den Rippen her total bescheiden aus. Ich glaube, der kann mal neu. Ich glaube, der muss mal neu, sonst passiert hier nämlich nichts mehr mit Ladeluftkühlung. So ein Ladeluftkühler kostet nicht die Welt, ne? 110, 120 Euro oder sowas in der Richtung. Ist also noch eigenermaßen bezahlbar. Ja. Da gucke ich gleich mal in Ruhe nach, ob ich einen vernünftigen finde. Manchmal findet man auch gute Gebrauchte, aber da sollte man besser die Finger von lassen. Ne? Man kriegt es nicht abgedichtet. Ne? Hier gerade der Bereich, ne? Aluminium zu Kunststoff, das wird nichts. Kriegst du nicht abgedichtet und irgendwann fangen die immer an, genau da undicht zu werden. Ne? Genau an dieser Stelle hier. Ne? Das ist ein echtes Problem. Ja. Ladedruck, der abhaut. Ja, das ist immer ein bisschen problematisch. Ja, Turbolader. Das ist, da ist eigentlich in der Regel eigentlich kein Problem. Ne? Das, was heile sein muss, sind die Leitungen von dieser Unterdrucksteuerung, die das Wastegate steuern. Ne? Kann man relativ einfach prüfen. Diesen Schlauch hier runter. Da oben den Knick habe ich gerade schon getestet. So, jetzt gucken wir uns das Wastegate an. Ich mache mal Licht an. So. Das Gestänge ist genau da, ne? So, jetzt schnappe ich mir das mal in den Mund und saug dran sozusagen. Ne? So kann man es testen, ob es festhängt. Hängt offensichtlich nicht fest. So, Licht wieder aus. Ja. Hängt offensichtlich nicht fest. Ladedruck kommt auch hier sehr gut an. Also von daher dürfte da kein Problem vorliegen. Ladedruck macht er ordentlich. Es kommt da Ladedruck an. Das Problem an der ganzen Sache, irgendwo zischt das Zeug raus. So, warte mal, das war ein Atmosphärendruck, 0,7 Bar Ladedruck macht der. Serie. So, und da kommt der Haken an der ganzen Sache. Der Ladewagen ist nicht serienmäßig. Der 270 CDI, so wie er hier drin ist, hat serienmäßig 400 Newtonmeter und läuft mit 0,7 Bar, meine ich. Der hier allerdings soll so um die 450 Newtonmeter haben. Und läuft wahrscheinlich mit 1,2 Bar. So. Kommen diese 1,2 Bar da drüben an? Das ist jetzt die Frage. Ne? Ist er zischt? Ihr habt es ja gehört im Video. Bei der Probefahrt. Er zischt. Definitiv. Und dieses Zischen ist immer ein Indikator, dass irgendwo hier vorne der Ladedruck abhaut. Das ist das große Problem. Ja. Der Silencer, den musste ich bei meinem 270, bei meinem E270 CDI, musste ich den auch schon mal neu machen, weil der kaputt war. Da unten ist das Ding. Warte mal, ich guck mal, ich glaube, ob sie den Ding ausgebaut hier liegen. Sagenhaft, ich habe sogar noch einen nagelneuen hier. So, das ist dieser Silencer.
der da unten drin sitzt. Ne? Seht ihr das Ding? Der sitzt jetzt quasi so da drin im Turbolader. Ne? Okay, was macht der? Der dämpft diese Zischgeräusche, die so ein Turbo macht, dieses, wenn du vom Gas gehst. Ne? Eigentlich alle Geräusche, die Turbo-Liebhaber gerne mögen. Macht er weg. So, und auch dieses Teil ist gelegentlich mal kaputt. Ne? Wie gesagt, der ist jetzt nagelneu. Der dürfte sogar vom 270er sein, meine ich. Ja. Auch der geht an dieser Nahtstelle hier öfter mal kaputt. Oder auch hier irgendwo. Diese Gummidichtung hier, die steckt im Turbolader drin. Da unten. Ne? An dieser Stelle steckt diese Gummidichtung drin. Und wenn er da ablässt, wenn diese Gummidichtung kaputt ist, verliert er da auch den Ladedruck. Ne? Das ist alles, wenn Kunststoff und Metall irgendwas zusammenhalten sollen, schwierige Sache. Ich glaube, das ist sogar von meinem 270er. Ich habe das damals gekauft. Zusammen mit dem Ladedruckschlauch. Und dann war es nur der Ladedruckschlauch, Gott sei Dank. Ja, der untere Ladedruckschlauch, der hier unten rausgeht. Mit. So, nach dem Silencer seht ihr da die Klammer. Dahinter geht der Ladedruckschlauch raus und hier rein. Der ist auch immer verdächtig, weil der ist sehr geknickt. Ne, den gucken wir uns auch an, den bauen wir aus. Ja, Stück für Stück mühsam ändert sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. Ja, der Turbolader, wie gesagt, er produziert Leistung, also beziehungsweise Druck, Ladedruck, und das Wastegate-Gestänge ist in Ordnung. Ist Gott sei Dank blöderweise noch kein VTG-Lader. Aber die haben auch so genug Bums, die Dinger. Also von daher wollen wir uns mal nicht beschweren. Die haben wirklich Bums, also 270er. Warum ich diese Motoren bevorzuge, hat einen ganz einfachen Grund. Die 270 CDI saßen auch im Sprinter drin. Ne? Das ist ein LKW-Motor, das ist kein Scherz. Der Sprinter, ein Bekannter von mir hatte den als Abschleppwagen. Da hat der 150 PS oder sowas, oder 100, also der ist ein bisschen reduziert, also im Sprinter, ein bisschen leistungsreduziert und dafür mehr Drehmoment. Also der Drehmomentverlauf ist angepasst, ne? Der Drehmoment ist so ziemlich das gleiche und hat ein bisschen weniger Leistung. Aber man kann davon ausgehen, ein Sprinter, 4,5 Tonnen maximales, also zusätzliches Gesamtgewicht und plus nochmal 2,5 Tonnen Anhängelast, die Kasseler Berge rauf, da gibt dieser Motor nicht auf. Ne? Und wir sind hier in der C-Klasse. Ja. So viel zum Thema Haltbarkeit. Der 220 CDI, genau das gleiche, ne? Sitzt auch im Sprinter drin. Erkundigt euch. OM611, OM612, die beiden Motoren sitzen auch im Sprinter. Ne? Oder Vito oder sowas in der Richtung. Was soll an denen kaputt gehen? Das ist einfach nur schlechte Pflege gewesen dann. Wenn die wirklich mal über den Jordan gehen. Dann, das nehmen die übel. Die machen viel mit, aber das nehmen die dann noch irgendwann übel. Ja. Aber wie gesagt, eigentlich sind das eisenharte Motoren. Ne? Ich habe noch keine großartigen Probleme gehört von Leuten, die sinnig mit ihren Autos umgehen. Und 400.000, 500.000 oder 600.000 Kilometer ist auch jetzt keine Laufleistung. Ich kenne da so einige ML. Die Besitzer transportieren professionell Fahrzeuge und die hängen da regelmäßig 3,5 Tonnen hinter. Interessiert das Ding nicht. Mit diesen Doppeltrailern, ne? So, das ist jetzt der Schlauch vom Silencer runter in den Ladeluftkühler. Ja, sieht recht anständig aus. Dichtung, naja. Geht noch. Ich mach den mal eben sauber. Gucken wir uns den mal genau an. Okay, das sieht eigentlich gut aus. Hier hat er ein paar Kampfspuren. Ist aber nichts Wildes. Auch sonst hat er nichts, was jetzt die Alarmglocken angehen lässt. Okay. Aber schon mal gut, alles einmal auszubauen und einmal durchzukontrollieren. Ja. Ne, sieht gut aus. Immerhin etwas.
Da ist eine Verstärkung, da liegt das Ding am Fahrzeugrahmen an, ne? Deswegen haben die eine Verstärkung reingegossen. Also ist schon ziemlich sinnig gebaut worden, das Auto. Ja, immerhin schon mal ein Fehler, eine Fehlerquelle weniger. Na, Luftkühler draußen. So, jetzt haben wir ordentlich Wasser hier. So, jetzt haben wir beide. Das muss schon raus. Die Luft muss raus. So, jetzt legen wir den auf ein trockenes Stück. Am besten hier so. Wenn es irgendwas passieren sollte, sehen wir das gleich. Ja, da kommt Wasser raus, seht ihr das? Hier. Seht ihr den Kollegen hier? Er ist undicht. Jetzt legen wir den nochmal woanders hin. Da. Nochmal woanders hinlegen. Irgendwo auf der Höhe müsste das sein. Jetzt kriege ich da nochmal einen kleinen Schuss Wasser nach. Da kommt es raus, seht ihr das? Da fließt es. Ergo, der Ladeluftkühler ist undicht. Und das gemeinerweise, trotz Lecksuchspray, Abdrücken, weiß der Teufel, hat er sich nicht offenbart. Flüssigkeit findet immer ihren Weg. Ja, sind wir noch ein bisschen weitergekommen bei der ganzen Geschichte. Immerhin brauche ich den Silencer nicht verbauen, der kann wieder ins Lager. Gut, Ladeluftkühler ist definitiv in den Fritten. Und das Loch ist echt groß genug. Ja, gute 1,5 mm, um ordentlich Ladedruck abhauen zu lassen. Und das reicht meistens schon. Gut. Dann haben wir das Zischen auf jeden Fall identifiziert. Mit ein bisschen Wasser. Ja, sollte man sowieso ab und zu mal machen. Ladeluftkühler raus. Kein Witz, mache ich auch. Ja, ordentlich mit Spüli voll. Einmal durchschütteln und dann wieder raus. Das mache ich zumindest bei meinem Land Rover. Weil ich möchte nicht, dass sich der Motor irgendwann tot dreht. Es wird immer etwas Öl vom Lader, vom Turbolader, wird immer etwas Öl rausgeschmissen. Sondern das sammelt sich im Ladeluftkühler und irgendwann saugt der Motor das an und dann dreht er sich tot. Ja. Muss ja nicht sein, deswegen einmal im Jahr wird er einmal durchgewaschen. Ja, muss man nicht machen,
hält aber länger. Okay. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Viel Spaß beim Schrauben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.